Ja, Hallöchen, was haben wir denn da? Wir spielen wieder ein kleines, naja, nenne es einfach mal Indie-Game und es handelt sich, wie man hier schon sehen kann, um ein Survival-Horror-Game. Und der Titel dieses intellektuell höchst wertvollen Spiels nennt sich Don't Shit Your Pants. Und das ist auch im richtigen Leben immer eine gute Idee. Mit diesem Spiel kann man das üben. Es handelt sich dabei um ein kleines Flash-Spielchen. Ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Ich weiß jetzt nicht, wie die Aufnahme wird, weil ich hier parallel drei Aufnahmeprogramme laufen lassen muss. Und ich glaube, die Musik vom Spiel wird sich ein bisschen verknorkelt anhören. Also so in der Richtung. Weil ich leider keine Möglichkeit habe, hier so einen Stereo-Mix bei Vista aufzuzeichnen, wegen Creative-Karte, pipapo. Also muss ich mir hier behelfsmäßig, musste ich mir was zusammenschrauben, damit man den unglaublichen orchestralen Soundtrack von diesem fantastischen Spiel auch hört. Aber genug gequatscht. Jetzt wollen wir einfach mal losspielen. Und zwar, Moment, bevor ich jetzt auf Play drücke, zeige ich euch mal kurz, dass man hier verschiedene Awards verdienen kann. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 9 Awards an der Zahl, beziehungsweise 10 Awards mit dem Final Award. Und wir wollen natürlich versuchen, einfach mal alle Awards zu ergattern. Das Spiel selbst ist in einer unglaublichen Mega-Grafik gehalten. Das sieht man hier schon. You really need to take a shit. Also wir müssen ganz unbedingt kacken, aber wie? Dazu öffnen wir einfach mal die Tür. Ach nee, wir möchten gerne die Tür eindrücken, aber sie bewegt sich nicht, also ziehen wir die einfach mal auf. Und da ist ja schon ein Klo und wir müssen uns beeilen, wir haben nur 18 Sekunden, der Timer ist echt knapp gesetzt. Wir setzen uns mal aufs Klo und scheiß mal los. Oh nein, wir haben natürlich vergessen, die Hose auszuziehen. Passiert mir auch so immer mal wieder, dass ich mich aufs Klo setze, loslege und dann zack. Da kraxelt sich die Wurst am Bein entlang. Aber wir können ja nochmal anfangen. Ein Award haben wir schon mal sicher. So nah und doch so fern. So, dann legen wir gleich mal wieder los. Diesmal ziehen wir vorher mal die Hose aus. So, mal ganz kurz gucken. Ja, ich weiß das auch nicht, wie das geht. Ach ja, die Tür wieder aufgezogen. Jetzt hingesetzt. Nein, auf die Toilette natürlich gesetzt, nicht einfach so. Und losgeschissen. Ja! Wir haben erfolgreich Kacker gemacht. So, Award Nummer 1. Thinking inside the box. Wie übersetzt man das am besten auf Deutsch? Also, voll in den Kasten geballert, sage ich mal. Und das war natürlich noch nicht alles. Wir können ja mal ganz kurz rumgucken. Du bist in einem Raum mit einer Tür, du trägst ein Shirt und Hosen und du hast keine Haare. Gucken wir uns mal die Haare an. Dir läuft eine einzelne Träne am Auge, an der Wange entlang. Ja, traurig ist das. So, gucken wir mal die Hose an. Ach, nochmal. In der Hose finden wir einige Pillen für, wie sagt man, Druckentweichung. Nein, hier, also gegen das Kotdrücken. Und jetzt steckt die Wurst schon das Köpfchen heraus. Und wenn man ein Let's Play macht und viel quatscht, ist es ein bisschen schwierig, sich auf das Kacken zu konzentrieren. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt den Langsamen Tipper Award gewonnen. Damit haben wir schon 1, 2, 3 Awards. Das geht ja wie am Schnürchen hier. So, jetzt gucken wir mal Look Pants. Gucken wir mal in die Hose. Use, nehmen wir mal die Pillen. Jetzt haben wir die Pillen benutzt, aber die Pillen helfen natürlich erst nach 45 Sekunden. Aber der Timer fängt ja erst bei 40 Sekunden an. Also machen wir mal Folgendes. Wir haben gefurzt, um schon mal ein bisschen Druck loszuwerden. Und leider ist dabei, naja, sagen wir mal, es gab eine kleine Kontinentalverschiebung. Und trotzdem haben wir einen Award gekriegt. Naja, immerhin etwas. Jetzt probieren wir das gleich nochmal. Wir nehmen nochmal die Pillen. So, und jetzt machen wir aber mal, jetzt pupsen wir nur mal ein bisschen. Wir furzen nicht, sondern wir püpsen ein bisschen. So, Moment. Hui!
Und schon ist der Timer bei 1:30. Und jetzt können wir einfach mal abwarten, bis die Pillen wirken. Solange können wir ja, ich weiß gar nicht, was macht man denn so lange? Kinderlieder singen oder so. Da gab es doch früher immer dieses, wie hieß denn das nochmal? Scheiße in der Badehose, hela de la de lo. Gib beim Baden braune Soße, hela de la de lo. Kennt man ja vielleicht noch. Scheiße auf der Kirchenspitze, hela de la de lo. Fällt dem Pfarrer auf die Mütze, hela de la de lo. Wenn ihr da noch Strophen kennt, mir fallen gerade keine ein, bitte mal mitteilen. Ja! Die... Oh, Moment. Oh. Also die Pillen haben zwar gewirkt und wir haben es geschafft, nicht zu kacken, aber leider ist dann doch was durchgerutscht. Manchmal passieren Dinge eben. Aber wir haben zwei Awards gleich dafür gekriegt. Einmal fürs Nicht-Keckern und einmal fürs Doch-Keckern. Ja. Was haben wir denn noch? Mr. Efficient haben wir dann noch. Und Seppuku. Ach, Seppuku. Seppuku war, glaube ich, japanisch für Selbstmord. Probieren wir das mal aus. Mr. Efficient. Gut, da spoilere ich mal ein bisschen. Ich habe das Spiel übrigens schon in Anführungszeichen durchgespielt. Sogar ohne Komplettlösung, in Anführungszeichen. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich scheiße mal direkt hier in den Intro-Bildschirm, scheiße ich mal direkt rein. Das Spiel hat nicht mal angefangen, aber trotzdem hast du schon voll abgewurstet. Game over und wir haben den nächsten Award. Shitting at the Starting Gun. Also direkt beim Start schon losscheißen. Jetzt kommt noch Mr. Efficient. Ich weiß aber gar nicht, wie der ging. Verdammt nochmal. Play und jetzt machen wir mal Suicide. Juhu. Und während wir sterben, ist dann trotzdem wieder die braune Hosenschlange ausgebrochen. Und damit haben wir den nächsten Award, den Selbstmord Award. Nur Mr. Efficient. Probieren wir mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Take Pilz. So, jetzt nochmal ein leises Lüftchen. Moment. Ach, Quatsch. Moment, das Höschen noch ausziehen. Ich habe keine Ahnung. Nee, das war es auch nicht. Mr. Effizient. Wie kann man denn diese Reise hier effizient gestalten? Jetzt wird es natürlich ein bisschen knobelig. Das war es auch nicht. Da haben wir einfach nur in die Toilette. Mal gucken, was passiert. Nö, das war das ganz Normale. Mr. Effizient. Verdammt. Jetzt komme ich da nicht mehr drauf. Haben wir hier noch irgendwas? Da haben wir noch die Pillen wieder. Ah, Moment. Ich probiere mal Folgendes. Eine andere Variation. Ja! Der Mr. Efficient Award. Einfach im Stehen, aber ohne Hose abkacken. Das ist ganz großes Kino. Das sind schon die Olympischen Spiele des Abkotens, möchte ich sagen. Und somit haben wir den Final Award und wir sind die Scheißhauskönige. Ja! Was will man jetzt noch vom Leben erwarten? Ich weiß es nicht. Und damit geht das, ich weiß gar nicht, ob ich es Let's Play nennen soll, auch schon zu Ende. Eine Folge, das ist, glaube ich, Rekord. Und dann vielen Dank, dass ihr mitgeschissen habt. Und wenn ihr Scheiße mögt, dann guckt euch doch auch die anderen Let's Plays an. Oder was weiß ich. Ich gehe mich jetzt mal verabschieden. Und verbringe den Rest des Tages auf königlichem Porzellan. Auf Wiedersehen. Tschüssi.